öffentlichkeitswirksame, harte, die härteste eigentlich, oder? Maßnahme ergreift. Also einerseits gilt es festzuhalten, die Strafverfolgungsbehörden haben Verdachtslagen nachzugehen. Also da gibt es keine große Auswahl zu sagen, jetzt will ich oder ich will nicht. Aber die Mittel sind wenn eine Anzeige erfolgt, wenn es einen Tatverdacht gibt, dann hat sie zu verfolgen und hat sie zu ermitteln. Natürlich ist dann die Frage der Eingriffsmittel gegeben, das sind unterschiedliche, aber hier gilt es auch immer, auch das ist klar definiert, im § 5 der Strafprozessordnung die Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Also sie hat also zu kontrollieren, ob es allfällig geringer eingriffige Mittel gäbe, um den gleichen Ermittlungserfolg zu erzielen. Hier offensichtlich mit richterlicher Genehmigung war eine der Maßnahmen, eben diese Hausdurchsuchung, um sicherzustellen, dass Beweismittel eben dann auch in die Hände der Ermittler kommen. Sie waren ja selber lange Zeit, also mit diesem, ich glaube, Büro für interne Angelegenheiten, richtig, ist das, also eine interne Korruptionsermittlungseinheit innerhalb, sagen wir, der Polizei, waren also auch selbst ermittlerisch tätig. Aus Ihrer Erfahrung würden Sie sagen, wenn man sich anschaut, welche Straftatbestände vorgeworfen werden, dass das dass es das richtige Mittel war, dass die Hausdurchsuchung als stärkstes Eingriffsmittel gerechtfertigt war? Es ist nicht. Es ist eines der stärkeren Eingriffsmittel. Ich kann das im Kongress nicht beurteilen und will es auch nicht beurteilen. Ich möchte aber schon dazu sagen, dass das Mittel sind, die auch tagtäglich eingesetzt werden. Also dieser Hype, der jetzt gemacht wird um diese Hausdurchsuchung, erscheint mir etwas befremdlich, weil der durchschnittliche Staatsbürger bei entsprechenden Verdachtslagen das ja auch über sich ergehen lassen muss. Und noch einmal, es gibt ja Rechtsmittel dagegen. Also wenn man wirklich sich beschwert fühlt, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, kann man Beschwerde erheben, kann dann im weiteren Verfahren das auch beeinspruchen. Man kann bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Jetzt ist ja so, dass wahrscheinlich die Frage, welche Mittel eingesetzt werden, auch mit der Schwere der vorgeworfenen Taten zu tun hat. Das sind ja dann, wenn sich die Verdachtsmomente der Strafverfolgungsbehörden erhärten, was sind da eigentlich die Strafmaße, die da drohen, den Beschuldigten, den Zehen, die es da hier gibt? Also ich gehe immer von den Daten aus, die in der Hausdurchsuchungsanordnung stehen. Wie gesagt, ich kenne den Akt im Detail nicht. Wenn man diese Daten hernimmt, sprechen wir von sogenannten Qualifikationen im Bereich der Bestechlichkeit und der Bestechung über 300.000. Und hier geht es immerhin um einen Strafraum bis zu 10 Jahren. Also wir sind hier in den sogenannten Verbrechenstatbeständen und das sind schon also gravierende Strafsanktionen. Man sagt dann, was sind denn die gravierendsten jetzt Ermittlungsmethoden? Jetzt könnte man, weiß ich nicht, wenn dem Herrn Schellhorn, wenn dem sowas vorgeworfen wird, müsste er auch damit rechnen, dass er sofort in Untersuchungshaft genommen wird? Ach Gott, das ist letztlich wieder eine Beurteilungsfrage. Man könnte nur als Gegenargument sagen, dass bei einem Bundeskanzler bzw. bei einer hohen politischen Funktion, die der Herr Schellhorn zum Teil auch innehatte, die Fluchtgefahr eine geringere ist. Die Frage ist aber zum Beispiel die Verdunklungsgefahr gegeben oder nicht gegeben. Das hat die Staatsanwaltschaft zu beurteilen, beziehungsweise letztendlich auch die richterliche Anordnung. Aber das, was Sie gemeint haben, es gäbe auch schwere Mittel. Theoretisch hätte man auch eine Inhaftnahme für Untersuchungshaft. Eine Inhaftnahme ist sicher auch eines der Mittel, die im Raum stehen. Aber das überlegt man sich beim Bundeskanzler wahrscheinlich dann auch eher zweimal. Ne? Auch hier ist die Verhältnismäßigkeit zu prüfen mit den anderen Faktoren. Ja. Herr Schellhorn, jetzt die politische Reaktion ist, dass die Opposition eigentlich geschlossen den Rücktritt der Regierung fordert. Es wird auch am nächsten Dienstag eine Sondersitzung des Nationalrates geben, wo es einen Misstrauensantrag gibt. Jetzt weiß ich sie nicht mehr im Parlament, aber würden Sie sagen, zu Recht, ist das die richtige politische Reaktion auf diese strafrechtliche Untersuchung? Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen, was die Parteien machen. Ich bin ja aus der Politik ausgetreten, aber im Grunde genommen geht es ja darum, dass ein Bundeskanzler handlungsunfähig geworden ist. Aufgrund gewisser Tatbestände und aufgrund auch eben dieser Hausdurchsuchung, er ist ja eigentlich nicht mehr mit dem täglichen Geschäft messbar, weil er das nicht mehr ausführen kann. Das ist der eine Punkt. Aber der große Punkt, um den es eigentlich geht, ist ja, und auf den will ich eigentlich hinkommen, ist ja die Medienkorruption und das ist ja eigentlich das Thema. Das Thema ist hier, dass schon 2016, 2017 von langer Hand, was geplant wurde, aus einem Finanzministerium Aufträge vergeben wurden und Aufträge in Form von Umfragen, aber auch Aufträge an Medien, um eine gewisse
Linie vorzugeben, wer denn dann Kanzler werden könnte oder nicht. Also das heißt, hier ist auch eine gewisse Manipulation vorhergegeben. Und wenn ich mir das Ganze anschaue, wie Österreich funktioniert, und der gelernte Österreicher sagt sie immer, das war eh schon immer so, was soll man jetzt da so machen? Aber alleine die Zahl, offiziell dürfen 8 Millionen an Medienförderungen gegeben werden. Und jetzt wissen wir, dass über 300 Millionen ausgegeben wurde. Also das ist Steuergeld, mit dem hier auch, sagen wir mal, bei den Printmedien bezahlter Journalismus passierte. Und gerade die Fellner Gruppe hat hier besonders abgesahnt. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde das einfach eine Riesensauerei für mich als Steuerzahler, für mich als Unternehmer. Und das, was der Herr Kräuter auch richtig gesagt hat, ich war schon längst im Jumpers, also wir hätten es wahrscheinlich eh schon eingekastelt, wenn mir das passiert wäre. Ich frage mich nur, es kann natürlich sein, ich will jetzt nicht den Bundeskanzler damit ansprechen, aber die Chats des Herrn Schmidt verbergen einen ganz besonderen Schatz und der tritt immer mehr zutage. Jetzt haben Sie gesagt, das ist das Schlimmere. Staatskrise, dass es eine gibt, ist irgendwie klar. Die Leute gehen irgendwie beim Bundespräsidenten aus und ein. Es gibt Verhandlungen zwischen den Parteien. Man überlegt, wie kann diese Regierung halten und so weiter. Die Vertrauenskrise, ist die Vertrauenskrise in erster Linie Ihrer Meinung nach etwas, was so quasi die politische Kaste trifft? Oder ist es etwas, was mehr die Medien betrifft, so wie Sie es jetzt geschildert haben? Nein, ich glaube, also man darf ja nicht den Journalismus über einen Kamm scheren. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es ist schon so, dass sich hier Medien oder Medien gefügig machen haben lassen, aufgrund wahrscheinlich auch einer Notsituation, aufgrund von Corona und vorher schon, dass einfach man generell die Medienförderung überdenken müsste. Es müsste ein unabhängiger Journalismus garantiert sein nach Qualitätskriterien. Und dann ist auch Demokratie lebbar. Gerade der Herr Schellner hat schon angesprochen, man sagt dann immer, ja, das weiß man eh, das hat es schon immer gegeben und diese ganzen Inseratenvergaben sind kein ganz neues Thema. Ich hatte kürzlich eine Veranstaltung, wo der frühere Bundeskanzler Christian Kern auch ganz offen gesagt hat, erfunden hat dieses System sein Vorgänger, der SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann. Gibt es aber jetzt in dem Fall, und Sie beschäftigen sich nämlich auch damit, ist diese ganze Frage Inseratenvergabe auf Ihrem Radar als Korruptionsthema eigentlich immer schon präsent gewesen? Sie ist natürlich immer präsent gewesen, aus mehreren Gründen. Einerseits, ich glaube, auch ein Verfahren in der Faymann-Ära schon. Absolut. Einerseits natürlich, weil Medien ja auch nach der Diktion oder nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs ja die vierte Gewalt im Staat, also auch eine Kontrollgewalt darstellen sollen und dahingehend ja auch mit Privilegien ausgestattet sind. Redaktionsgeheimnis und so weiter und so fort. Also mit Privilegien kommen natürlich auch Pflichten. Das Zweite, und ich möchte hier auch auf das eingehen, was der Herr Schellhorn gesagt hat, und vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Es geht ja nicht nur darum, dass zumindest der Verdachtslage nach es um manipulierte Umfragen gegangen ist, sondern letztendlich sind ja diese manipulierten Umfragen ja auch wählerbeeinflussend eingesetzt worden, zumindest der Verdachtslage nach. Also hier ist durchaus auch in den Raum zu stellen, dass das letztendlich wahlmanipulativ auch geplant war oder zumindest auch faktisch eingesetzt worden ist. Und da kommen wir schon wieder auch an die Grundfesten der Demokratie. Oder wenn man in Berücksichtigung zieht, dass in anderen europäischen Ländern ein Staatspräsident immerhin oder ein ehemaliger Staatspräsident für die Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze jetzt ein Jahr Haft bekommen hat. In Österreich passiert Ähnliches, und zwar mehrfach Ähnliches, und man nimmt das schulterzuckend hin. Also auch hier könnte man argumentieren, ja, wenn eine Partei oder zwei Parteien, wie viel immer, im Endeffekt das doppelte Wahlbudget aufbringen und dann damit 100.000 Euro sind. Ja, und vielleicht damit auch dann mehr Wählerstimmen generieren können, weil sie den doppelten Werbeeinsatz haben, dann hat das auch Auswirkungen auf die entsprechenden Entscheidungsträger. Herr Andes, Sie sind Medizinstatistiker. Wenn Sie das sich so anhören, wie das gelaufen ist, irgendwie auch mit diesen Umfragen, könnte man fast auf die Idee kommen, das alte Sprichwort stimmt. Glaube nur Statistiken, die du selber gefälscht hast. Ne? Ja, mit dem Satz, den kenne ich natürlich schon fast seit meiner Geburt, aber damit habe ich immer große Schwierigkeiten. Vor allem, wenn man dann die Leute hört, die es sagen. Also ich glaube, der kommt von Churchill, wird ihm immer zugeschrieben. Und die meisten Leute, die ihn benutzen,
wissen nicht, was sie sagen. Das muss man, glaube ich, so hart sagen. Ja? Also Statistiken zu fälschen ist leicht, aber das ist ja hier gar nicht versucht worden. Also ich bin völlig fasziniert von der Diskussion. Ich glaube, man braucht ja nicht mal Statistiken. Das war alles viel plumper. Und ich staune, wie lange das gut ging und jetzt irgendwie erst hochgekommen ist. Also ich glaube, den Bereich, den ich durchschaue, der spielt hier überhaupt keine Rolle. Jetzt ist aber so, jetzt, wenn wir auf die Bürgerebene wechseln nochmal, Sie hören das, was hier in Österreich passiert ist. Wir Österreicher neigen immer dazu zu glauben, dass die Deutschen sehr viel korrekter sind als wir. Wir sind so ein bisschen schlampert eher. Würden Sie das auch sagen, sowas wäre in Deutschland eher nicht denkbar? Das sage ich wahrscheinlich so lange, bis es passiert. Also, das hat Sie ja genauso überrascht. Also das würde ich mich nicht trauen. Also Österreich hat ja immer den Ruf, auch wir schauen ja gern arrogant auf Österreich, weil sie so schlampert sind. Aber wenn ich mir so Details angucke, das geht da gerade auch in der Medizin rein. Also wenn Sie mal schauen bei uns, das im öffentlichen Fernsehen zum Beispiel, zweites Programm, vor den Nachrichten um 7, die Werbung praktisch nur Medizinprodukte sind. Obwohl eigentlich die Bewerbung von Medizinprodukten verboten ist. Also die Zuschauen, wie alles irgendwie so läuft, was eigentlich nicht laufen darf, das sehen wir auch. Aber die Großflächigkeit, wie es gerade eben passiert ist, ich hoffe, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Aber die Kleinigkeiten, also gerade auch mit den letzten 20 Jahren haben ja Interessenkonflikte immer wieder eine Riesenaufmerksamkeit bekommen. Und der Grund hat natürlich seine Fundamente darin, dass genau über die Werbung, gerade auch in den Printmedien, enorme Einflussnahme immer wieder. Ich glaube, Sie hatten ja auch einen Maskenskandal im Rahmen der Corona-Krise. Ja, gerade. Genau. Aber hier geht es nicht um einen Maskenskandal, sondern ich glaube, die Medienlandschaft in Deutschland ist erstens eine andere und auch die Medienförderung ist eine andere. Und das ist ja hier ist nicht so die große Abhängigkeit, so wie in Österreich, von einer Bundesregierung zum Beispiel, von Ministerien oder Institutionen wie von einer Wirtschaftskammer. Ja, das stimmt wahrscheinlich so, aber ich glaube, wenn man genauer hinschaut, also gerade auch bei uns haben wir viele Diskussionen über diese Abhängigkeiten. Und warum muss das öffentliche Fernsehen jetzt immer wieder ganze Teile, von der Sportschau bis zu den Nachrichten, immer wieder mit Werbung beginnen und mit Werbeunterbrechungen? Also der Abstand, ich habe keine Statistik dafür im Kopf, aber der Abstand zwischen den privaten und den öffentlichen, was die Werbung angeht, ich habe das Gefühl, der wird kleiner. Jetzt ist ja so, dass es auch schon angesprochen worden, gerade auch in der Pandemie, das nochmal zugespitzt wurde. Einerseits, weil die öffentlichen Hände auch mehr Werbung gemacht haben im Rahmen der Pandemie und auch, weil es da ja auch Hilfen geben musste, weil natürlich durch das Lahmlegen des restlichen Wirtschaftslebens auch Medien gelitten haben. Darüber würden Sie sagen, dass die letzten zwei Jahre der Pandemie dieses ohnehin vorhandene Problemthema Abhängigkeit, Verhältnis, Politik, Medien noch einmal angeheizt haben? Natürlich bietet also jede Krise Chancen, aber auch Chancen natürlich für Delinquenz, also Chancen für nicht regelkonformes Verhalten. Sie müssen Entscheidungen schnell treffen, es kommen hohe Summen zur Ausschüttung. Es wird weniger kontrolliert wahrscheinlich? Etc. Es werden nicht alle Kontrollmechanismen eingehalten. Es muss verkürzte Entscheidungsprozesse geben, Bürokratie muss nach hinten gedrängt werden, etc. Aber gerade hier müsste man dann ja einfordern, dass mit umso mehr Umsicht, Integrität und Anstand auch vorgegangen wird, weil eben auch bewusst Kontrollmechanismen zurückgefahren werden, um entsprechende Entscheidungen rasch treffen zu können. Frau Alterskirchen, was der Herr Schellhahn irgendwie angesprochen hat und wir jetzt diskutiert haben, ist der Eindruck, dass diese Causa Kurz, das ist einerseits also Delikte, Untreue, Korruption, aber eigentlich im größeren Bild in erster Linie sowas wie eine Medienkrise offenbart. Ja. Also ich denke mal, diese Medienkrise hat sich ja schon längst angebahnt. So wie viele andere Themen auch in der Corona-Krise hat sich das natürlich massiv verstärkt. Ich beobachte das schon seit langem mit großer Sorge, diese zunehmende Schieflage in die Medien geraten, teilweise aus eigenem Verschulden, teilweise auch, weil Leser und Seher immer weniger bereit sind, auch Inhalte zu bezahlen. Das muss man auch ehrlich sagen. Früher waren Medienhäuser grosso modo sehr solide ausgestattet. Also da konnte man auch noch richtig Geld verdienen mit Medien. Und heute ist durch eben alle diese Entwicklungen, auch dass es immer weniger Inseratenaufkommen aus der Wirtschaft gibt, das fließt immer mehr auch in die internationalen Elektronikkonzerne, also Internetkonzerne. Das heißt, wir haben hier eine Verschiebung von einer immer geringeren Ausstattung an finanziellen Mitteln
gleichzeitig auch einen sehr hohen Aufwand an Personal, denn ein Medium kann ja nur funktionieren, wenn es auch Mitarbeiter gibt, die das Ganze betreiben und die Inhalte erarbeiten. Und jetzt sind viele in eine Schieflage geraten. Aber jetzt gibt es ja das Argument vieler Leute, die sagen, genau deswegen, weil die großen Internetkonzerne Werbegelder sozusagen abgreifen, weil die Bezahlbereitschaft des Publikums geringer wird, wir aber trotzdem, wenn man so will, auch ein öffentliches Interesse daran haben, dass es starke Medien gibt. Genau deswegen müsse ja auch die Öffentlichkeit in Form der Politik Strukturen und Hilfen geben, damit es diese Medien weiterhin geben kann, wenn sie die anderen Einkommensquellen sozusagen nicht mehr haben. Könnte man sagen, der Gedanke ist einmal gar nicht so schlecht. Also ich finde es jetzt prinzipiell ist nicht abwegig oder falsch oder verwerflich, dass man sagt, es gibt eine Medienförderung. Aber Sie haben es ja schon angesprochen, Sheldon, es muss nachvollziehbar und objektiv sein. Transparent. Und es muss auch inhaltlich nachvollziehbar sein. Also ich habe es nie verstanden, warum man ausgerechnet Gratiszeitungen, die quasi den Bahnhof vermüllen, ja, und die Leute oft nicht einmal nehmen, wenn man sie in die Hand drückt, dass die nach Auflage gefördert werden und Qualitätsmedien, die eine sehr große Redaktion finanzieren, die eigengenerierten Content machen, dass die dann durch die Finger schauen. Und ich meine, jetzt verstehe ich das auch, warum das so war. Und ich möchte jetzt ein bisschen auch eine Lanze brechen für meine Branche, weil ich muss sagen, ich bin natürlich tief erschüttert, weil das fällt auf uns alle zurück. Also solche Auswüchse fallen auf alle Medienschaffenden zurück. Und ich habe täglich damit zu tun, dass die Leute sagen, naja, ihr Journalisten und ihr Medien. Und das ist natürlich gar nicht gut. Denn wie Sie richtig sagen, wir sind ja auch eine Kontrollinstanz in diesem Lande. Und wenn man jetzt die Glaubwürdigkeit in die Justiz unterminiert und die Glaubwürdigkeit der Politik nicht mehr schenkt und den Medien auch nicht mehr, dann muss ich sagen, haben wir nicht nur eine Staatskrise, sondern haben eine Demokratiekrise. Aber ich sage auch, man muss dieses Geld nicht nehmen, um sich dann manipulieren zu lassen. Also man kann auch schon das korrekt abwickeln und so habe ich das auch immer gehalten. Ausschilderung von Inseraten. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Dann weiß jeder Leser, was er davon zu halten hat. Aber eine inhaltliche Beeinflussung zuzulassen, das geht gar nicht. Und wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann, das ist überhaupt unverständlich. Ich weiß, dass es versucht wird. Ja. Ich weiß, dass auch manche dieser Versuchung erliegen. Wenn man der Versuchung nicht erliegt, kann man auch Nachteile haben. Aber diese schlampige Verhältnis zwischen Politik und Medien, das ist ja immer schon gab. Also die kennen sie alle, die mauscheln miteinander, die gehen ständig miteinander irgendwo hin. Aber ist das notwendig? Nein, ich sag's, ich also habe es nie gemacht. Ja. Ich als Staatsbürger wundere mich immer wieder, wenn auch Chefredaktionen oder Chefredakteure richtig stolz Fotos zeigen, wo sie mit dem Politiker beim Glasl sitzen, mit dem beim Glasl sitzen. Ich meine, wenn man also, als Trophäe betrachtet. Da müsste ich mich fragen, als Chefredakteur, ich bin einerseits Kontroll, ich kann natürlich auch soziales Leben wahrnehmen. Aber so die Brüstung auch, mit dem ich bin, mit dem Bato und das ist mein bester Haberer und so weiter. Also aber ich habe es nie gemacht, weil ich fand das, vielleicht habe ich es da auch als Frau ein bisschen leichter, aber diese Distanz, natürlich hat man ein Nahverhältnis, weil man ja im selben Pool schwimmt, aber diese Korrektheit und Distanz, muss ich sagen, wenn man die nicht einhält, wenn man diese Grenzen überschreitet, dann kommt es eben zu Übergriffigkeiten. Das ist so quasi auch eine Einladung, sich einspannen zu lassen. Man muss sich nicht einspannen lassen. Es geht anders auch. Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber die Politik lebt natürlich auch mit den Kontakten mit den Journalisten. Das ist auch okay. Wie weit die gehen, also das ist von der Moral abhängig, beider Seiten. Das eine ist aber das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Und dann gibt es aber schon auch die Ungeniertheit oder die Brutalität, wenn die Prätorianer das einen Kurz ausreiten wie der Herr Fleischmann und einmal einen Chefredakteur in der kleinen Zeitung zusammenschimpfen, weil er jetzt irgendwas Kritisches auch geschrieben hat. Und das hat einfach Ausmaße angenommen, wo man sich denkt, wir leben wirklich in einer Bananenrepublik. Das kann man sich eigentlich nicht gefallen lassen. Und mir ist nur aufgefallen, dass das in der letzten Zeit sich manche einfach nicht mehr gefallen haben lassen. Andere haben sich noch gebrüstet damit. Also ich denke mal, diese Beschwerden, ich kann mich erinnern, nur vor 20 Jahren in der Presse hatte ich auch den einen oder anderen Minister schreiend am Telefon, weil ich ihm irgendeine meiner Kulissen Gespräche nicht gefallen hat und irgendwelche Interne nach außen gekommen sind. Also das muss man als Journalist auch aushalten. Also
Schreien und Toben beeindruckt, glaube ich, einen Innenpolitikjournalisten nicht. Ja? Ganz im Gegenteil. Ja? Aber mit Konsequenzen aber zu drohen? Aber Konsequenzen, Existenzvernichtung anzudrohen, also das sind gewisse Grenzen überschritten worden. Da muss ich schon sagen, das geht in einer Demokratie nicht. Wir kommen zu dieser Frage mit Konsequenzen und Konsequenzen androhen. Noch Herr Markovic, auch ein international tätiger Mathematikprofessor ist ein Bürger und konsumiert Medien. Wie war das denn für Sie die letzten beiden Tage? Haben Sie irgendwie Vertrauensverluste bei sich selber wahrgenommen? Also als gelernter Österreicher ist man eigentlich nicht überrascht, obwohl man es eigentlich sein sollte. Und hier kommt irgendwie dieses schlechte Gefühl auf, man hat es ja eh schon lange gewusst und jetzt ist es auf einmal da. Und man ist eigentlich gar nicht, also ich für meinen Teil, ich war gar nicht sonderlich überrascht. Es musste ja mal kommen. Wir reiten ja in den letzten Jahren von einem kurzen Skandal zum nächsten. Und jetzt ist es halt, jetzt ist die Blase, die türkise Revolution frisst halt die eigenen Kinder auf. Liegt wahrscheinlich irgendwie auch an der Inhaltslosigkeit, denke ich mir mal. Der Staatsbürger, also als Staatsbürger bin ich nicht überrascht, was passiert. Als Wissenschaftler, der ein gewisses internationales Leben führt, bin ich betroffen. Viele meiner internationalen Kollegen sind betroffen und fragen nach, was läuft denn da bei euch? Und wie erklären Sie das dann Ihren internationalen Kollegen? Naja, die ehrliche Antwort, die ich eigentlich drauf geben müsste, ist, was jetzt läuft, ist das, was schon seit langem gelaufen ist. Aber das sage ich natürlich nicht so, sondern ich sage, naja, wir müssen halt sehr aufpassen weltweit, dass wir nicht in die Richtung von Trump, in die Richtung von Johnson und so weiter gehen, dass also die Inhalte eigentlich aus der Politik und aus dem öffentlichen Leben weggehen und das, was überbleibt, nur mehr eine Blase von Propaganda ist. Und ich sehe das mit großer Angst eigentlich. Wir haben zurzeit eine Corona-Pandemie, die trotz der Meinung des Bundeskanzlers noch nicht vorbei ist. Wir haben schwere internationale Probleme zu bekämpfen, bewältigen. Und jetzt haben wir noch eine massive interne Regierungskrise, die sich sicherlich nicht in den nächsten Wochen auflösen wird. Aber wenn Sie sagen, das war irgendwie eh schon immer da, ich habe es eh schon immer gewusst und jetzt ist es halt rausgekommen. Ich glaube, Sie haben gesagt, die türkise Blase ist geplatzt. Man könnte jetzt ja denken, das könnte, ist ja auch gut, weil wenn es dann mal rauskommt und es tatsächlich Konsequenzen gibt, dann könnte das so eine Art reinigendes Gewitter jetzt gewesen richtig, sein. Richtig. Glauben Sie das? Ich werde das wahrscheinlich am Donnerstag besser beurteilen können als heute. Am Dienstag. Besser beurteilen können. Wiederum der gelernte Österreicher. Damit Sie glauben, dass das eine Art kathartische Wirkung hat, die Tragödie, die da irgendwie gerade aufgeführt wird, was müsste passieren? Es müsste einmal der Bundeskanzler zurücktreten. Das ist einmal der allererste Punkt. Ich glaube, das steht für jeden international denkenden Mensch völlig außer Frage. In den meisten funktionierenden Ländern, also in allen funktionierenden Ländern, die ich kenne, würde in so einer Situation der Bundeskanzler zurücktreten. Das passiert anscheinend nicht. Also muss man schauen, was der Plan B ist.